Die Schiffsschraube haben sie sicherheitshalber abgebaut, dass keiner das Schiff klaut. Nachdem wir dieses Jahr schon auf der Queen Mary 2 waren, stehen wir jetzt hier vor der Queen Elizabeth 2. Und man sieht, es ist hier aufgebaut wie in so ein Museum. Man hat hier jede Menge vom Schiff, die ganzen Bilder, die wir hier gerade hatten, die da hinten hängen. Die waren bei der Queen Mary alle noch auf dem Schiff, die haben sie wohl runtergenommen. Man sieht hier eine alte Kapitänsmütze, die Schiffsglocke und hinten sieht man auch wie beim Museum die ganzen Fakten über das Schiff, dass da 25 Kapitäne drauf waren. Hinten noch so ein paar Poster vom Schiff. Aber wir zeigen euch noch ein bisschen mehr. Hier dann nochmal ein paar Fakten, dass die Queen Elizabeth II 25 Kapitäne hatte. Die Dieselmotoren konnten hier den ganzen Emirat von Fujairah Energieversorgung, hier nochmal eine Route, wo sie überall war, in welchen Häfen, und hauptsächlich ist sie dann eben den Atlantik überquert. 2,5 Millionen Passagiere waren insgesamt auf dem Schiff während der Lebenszeit. Ja, und so wie man bei richtigen Kreuzfahrtschiffen auf die Terminal eincheckt, checkt man auch hier ein. Die Rezeption ist tatsächlich direkt hier vorne. Normalerweise hat man auf dem Kreuzfahrtschiff dann auch nochmal eine Rezeption, die fällt hier dann komplett weg. Also man hat wirklich nur hier draußen an diesem Terminal, was hier so schön umgebaut ist zum Sitzen, ja, die Rezeption, und erledigt halt hier alles und dann geht's weiter aufs Schiff. Von der Rezeption geht's jetzt nach draußen zum Schiff. Queen Elizabeth II wurde natürlich auch von Queen Elizabeth II. Getauft und dementsprechend hängen hier auch jede Menge Bilder. Den ganzen Flur sind wir runtergekommen und hier geht es jetzt bei uns ins Zimmer. Die 309 ist unseres. Kleines, aber feines Zimmer, beziehungsweise für ein Kreuzfahrtschiff ist ja eigentlich ganz schön viel Platz unten. Das stimmt. Wird hier auch schon gleich begrüßt. Und wie es früher auf den Schiffen war, gab es nur wenig Balkonkabinen und überall nur so kleine Löcher. Wir durften, obwohl es jetzt auch erst 10 Uhr ist, schon einchecken. Normal ist 15 Uhr Check-in. Haben uns jetzt auf dem Zimmer schnell umgezogen, Badesachen, kurze Sachen an. Jetzt gehen wir ein bisschen noch das Schiff erkunden, gucken, was es hier so alles Schönes gibt, und dann geht es aufs Sonnendeck, Sonne genießen und bestimmt noch ein bisschen schlafen. Unsere Kabine ist hier auch ganz vorne auf Deck 3, wo wir gerade stehen. Wir werden jetzt einmal ein bisschen durch die öffentlichen Bereiche gehen und gehen dann hier auf Sundeck, also auf Sonnendeck, und tanken die Sonne, die wir dringend benötigen. Jetzt sind wir auf dem Upper Deck. Hier ist auch ein bisschen erklärt, wo man lang gehen kann. Und starten tun wir mit der Grand Lounge.
ein bisschen kleiner. Wenn das ganze Kreuzfahrtschiff voll war, hat das wahrscheinlich nicht gereicht. Dann war das eher so die Tanzbar, die wir ja da auch auf der Queen Mary gesehen hatten. Hier haben sie noch ein historisches Zimmer, wie die früher aussah. Man sieht noch einen schönen Röhrenbildschirm, zwei Einzelbetten. Deutlich kleiner als unsere jetzt. Und hier ist dann einmal Fitnessstudio. Und nebenan ist der Pool. Ganz unten im Schiff. Also, den werden sie wohl erst nachträglich eingebaut haben. Auf jedem Deck sind so ein paar Museumsstücke. Hier sieht man, wie die Queen drauf gesessen hat. Und die Costa Serena liegt da auch. Hier hinten gibt es dann das Restaurant The Pavillon. Hier drin stehen ein paar Tische und viel ist dann auch draußen. Und jede Menge Tischen. Und vor allem ein Weihnachtsbaum in groß. Und Mittagessen. Also das Hauptrestaurant. Und an der Ecke hier vorne gibt es dann auch noch mal eine Bar mit jede Menge englischen Gin. Und hier sind wir dann im Boardroom, was auch noch mal eine Bar ist. Und hier gibt es dann auf zwei Decks das Theater der Queen Elizabeth II. Was geht es denn hier hoch? Jetzt sind wir in den alten Shopping-Arkaden. Ist auch eher als Museum zu sehen. Definitiv nichts mehr drin und sehr baufällig hier. Bisschen wie bei Lost Places hier. Jetzt sind wir gerade beim Uhrenladen. Hatten wohl früher hier ein paar Omegas ausliegen. Aber es ist alles leer und vor allem auch dunkel hier. Und hier Gifts from Dubai, das haben sie auf jeden Fall schon angepasst. Da liegt doch ein bisschen aus, aber ist auch geschlossen. Der Yachtclub. Versteckte Bar wird wohl eher für irgendein Catering genutzt. Neben unserem Kreuzfahrtschiff liegen auch noch richtig große Yachten. Wenn ihr so ein Kreuzfahrtschiff von Cunard mal richtig in Aktion sehen wollt, dann müsst ihr hier oben klicken, dann kommt ihr zu unserem Queen Mary Video. Hier mal wieder ein bisschen Historie des Schiffs, zum Beispiel 1995 hat eine 29 Meter hohe Welle ans Schiff geschlagen, aber die Ocean Liner sind extra für hohe Wellen ausgelegt und es hat's gepackt. Weiter geht's zum Golden Line. Im Golden Line ist ein Raucherbereich, da darf man auch erst ab 21 rein. Das ist aber noch nicht so schlimm. Und hier zeigen sie auch Fußball-Weltcup heute Abend. Und nochmal in die Crystal Bar.
Chips, Wein und ähnliches besorgen und Eiscreme. Jetzt kommen wir ins. Und die Slotmaschinen sind alle hier schon, dass sie ins Museum können. Gut, das Schiff hier ist auch schon seine 80 Jahre alt. Dementsprechend sieht das hier auch aus, aber ganz witzig, das mal zu sehen, wenn man das mit den heutigen vergleicht. Las Vegas King. Jetzt gehst du nochmal nach Dubai rein. Eigentlich war der Plan, dass wir heute auf dem Schiff bleiben, ganz entspannt und so in die Sonne legen oder so. Und ja, aber irgendwie gibt es hier gar nicht so richtig viel zum Erlegen und hin. Die Alternative war jetzt wirklich, wir bleiben auf der Kabine im Bett und da schlafen wir aber ein. Ja, deswegen gehen wir jetzt mal los. Als nächstes gucken wir mal ganz traditionell über den Zug, auch wenn er direkt in der Dubai Mall ist. In der Dubai Mall ist auch das größte Aquarium der Welt. Das ist hier ganz umsonst der erste Teil. Wir können hier ganz viele Haie sehen, Rochen, Fische, die wir noch nie gesehen haben. Und ihr seht hinter uns, was das für ein Riesenhai ist. Außer Dubai Mall raus, dann ist das alles einfach übertrieben voll hier. Das ist so eine riesen Schlange vor der Rolltreppe, also für jeder Rolltreppe, die hier dann drauf. Und auch beim Ausgang, aber guck. Und das alles nur für diesen unglaublichen Turm. Den Burj Khalifa, immer auch das höchste Gebäude der Welt. Und mit diesem Ausblick gibt es jetzt Abendessen. Wir sind zum Essen im Third Avenue und haben jetzt perfekten Blick auf die Wasserspiele. We'll be right back.
Vorspeise sind Trüffelfries mit Aioli und Parmesan. Gefolgt von einer Trüffel-Mozzarella-Pizza. Bye bye, Dubai Mall. Jetzt geht's ab ins Bett.